Hi ho, meine Freunde, ich bin der Gamer Hero und hier habt ihr gerade das 1-0 verpasst von Mario Balotelli. Es waren 11 Meter. Die Aufnahme ist mir gerade mittendrin abgekackt. Jetzt seht ihr halt nur eine Halbzeit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber es ist eigentlich auch gar nichts passiert. Eben, mir ist nur die Aufnahmesoftware abgekackt. Jetzt gibt's halt nur eine Halbzeit, beziehungsweise den Rest hier noch von der ersten Hälfte. Es gab lediglich einen Elfmeter, den Connor Wickham rausgeholt hat. Oh. Und ja, so ist das. Jo, jetzt gibt's eben die Pause. Nichts passiert. Wir haben ab und zu mal draufgeschossen, das war nicht wirklich erwähnenswert. Also habt ihr hier nichts verpasst. Coutinho kommt jetzt mal raus für Allen. Dann bringen wir noch Thiago rein. Und Lamela. So. Eben 0-1. Für Chelsea geht es nur noch um Platz 3 und vielleicht Platz 2 ist, glaube ich, schon wieder zu weit weg. Aber wir sind natürlich Meister und das mit Abstand. Und wollen hier natürlich auch keine Punkte mehr hergeben. Es sind ja nicht mehr viele Spiele. Und die kann man jetzt auch noch gewinnen. Das ist jetzt nicht wirklich so tragisch. Burnley steigt auch ab, das ist auch schon fest. Der Club, der irgendwie nie aus dem Loch da unten rauskam, der war, glaube ich, durchgehend letzter in der Saison. Und wir gucken uns am besten danach, damit wir hier auch ein bisschen Zeit für kriegen. Gucken wir uns nochmal so die Situation an, die Tabelle gucken wir uns ein bisschen an. Oder simulieren gerade den Rest, die restlichen Spiele, wenn da nichts Spannendes mehr ist. Ich glaube, aber Arsenal kommt danach. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Arsenal. Das würde ich schon nochmal gerne extra spielen. Schön gemacht von Lamela und dann sowas. Oh Mann. Gut von Alberto Moreno bedrängt. Der Typ gefällt mir einfach unglaublich gut. Alberto Moreno, unglaublich guter Spieler. Meiner Meinung nach der beste Einkauf von Liverpool. Und Diego Costa, eiskalt Ausgleich. Kriegt hier die doppelte Chance, macht sein 11. Tor in dieser Saison. Lamela verschießt vorhin und hat die Möglichkeit zum 2-0. Diego Costa bleibt eiskalt. Und macht 1-1. Aber jetzt erstmal Eckball. Und wie ihr wisst, ist das so unsere Stärke. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch heute wieder der Fall ist. Oh. Sterling. Oh, schade. Schade, schade, schade. Thiago probiert es einfach mal. Cech hat damit gar kein Problem. Gut gemacht von Klein. Jetzt die Möglichkeit zum schnellen Konter. Sterling, wunderbar gemacht. Sterling. Und dann so eine Grätsche. Sauber gemacht. Gut gegrätscht. Und jetzt kommt Fabregas raus, Oscar rein, es wird also ein bisschen offensiver.
Und jetzt die Möglichkeit hier. Azpilicueta, der Verteidiger, macht das hier sehr gut. Macht das hier immer noch sehr gut. Oscar mit der ersten Chance. Eckballmöglichkeit jetzt durch Eden Hazard, der Starspieler bei Chelsea London, mit einer sehr schwachen Ecke. Aber Sterling macht es hier sehr, sehr schlecht. Lädt den Gegner direkt wieder zum Kontern ein. Willian legt nochmal ab auf Philippe Luis, wieder Willian. Und der Ball kommt nicht an, aber sie sind immer noch am Drücker. Sakho, Skrittel schlägt die Murmel jetzt weg. Klein macht es sehr gut. William. Oscar. Alberto Moreno wieder hier. Unfassbar guter Junge. Allen findet hier nicht zum Pass, macht es dafür selber. Macht das hier immer noch selber. Flanke kommt auch. Ein Kopfball ist drin, aber abseits. Das habe ich schon vorher gesehen. Schade, schade, schade. Manu. Und das wird dann hier wohl ein Unentschieden geben gegen Chelsea, die wir im Pokal mit 4-0 weggeklopft haben. In der Liga haben sie anscheinend noch eine Motivation. Wobei. Oh Gott, oh Gott. Oje, oje, oje. Chelsea wechselt nochmal. Ivanovic kommt rein für Javi Martinez. Es wird also minimal offensiver mit Ivanovic. In 5 Minuten Nachspielzeit höre ich hier gerade vom Stadionsprecher. Und sehen wir auch oben links. Aber hier Matic. Der Versuch nochmal. Und der Versuch von Hazard hier war gar nicht schlecht. René Adler aber macht hier ein super Spiel. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut von Alaba. Kriegt er den Ball wieder. Zieht am Trikot, aber Hazard bleibt standhaft. Oscar. Flanke kommt wieder und es gibt Freistoß. Letzte Möglichkeit, hier noch ein Tor zu schießen. Wir gucken nochmal aus der Torwartperspektive, meine Damen und Herren. Oh. Und es gibt Eckball. Matic wird's machen. Wenn hier noch ein Ball reingeht, dann ticke ich aber aus. Nein, Aladdin. Und wir trennen uns hier vom FC Chelsea mit 1-1. Aber wir haben hier nur 8 Minuten auf der Uhr und damit kann ich euch ja nicht entlassen. Mit 8,5 Minuten jetzt genau. Man City gewinnt 4-0. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir simulieren die nächsten paar Tage. Da kommt dann sowas hier. Das ist, sollen wir sowas spielen? Crystal Palace. Ich gucke mir jetzt mal die Tabelle an. Crystal Palace ist 14. Ich glaube, das spielen wir nicht. Wir simulieren das jetzt. Ich will die Saison einfach nur noch beenden, weil wir haben 16 Punkte Vorsprung. Die Meisterschaft ist gar kein Thema mehr und international sind wir ja nicht mehr vertreten. Hier Burnley und Hull City steigt auch ab. West Ham und Southampton streiten sich noch um den Relegationsplatz. Da ist der einzige Unterschied die Tordifferenz. Guckt euch an, ein Torunterschied. Das entscheidet sich jetzt noch. Wir haben wie viele Spiele noch? Moment mal. Eins und dann noch eins gegen Stoke City. Also für Southampton wird es echt knapp. Wir simulieren das jetzt hier. Und hoffen, dass Sturridge trifft, Alaba trifft, Coutinho treffen. Alle treffen. Einfach alle treffen. Das wäre toll. So, 2-2 geht's aus. Sterling und Sturridge treffen. Aber auch Chung Yong und Lele treffen. Das ist natürlich gar nicht gut, dass wir jetzt hier so straucheln am Ende der Saison. Und wir simulieren gerade weiter. Stoke City hauen wir direkt auch noch hinterher. Ah, Ägypten. Ich will nicht zu Ägypten. Ich hätte gerne ein Angebot von Deutschland, aber die haben scheinbar gar keinen Bedarf. Spieler des Turniers bekannt gegeben. Von der Euroleague. Kevin Kurani. Okay.
Und in der Champions, ah ne, FA Cup war es Van Persie. Okay, Atletico Madrid gewinnt die Europa League. Cool. Atletico Madrid. So, dann simulieren wir noch das letzte Spiel hier. Und dann können wir auch schon die Saison abschließen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Saison, der neuen Saison. Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich möchte Champions League neu angreifen mit einer neuen Mannschaft, mit Transfers und allem drum und dran. Ich will einfach eine bessere Saison wie diese. Die war schon gut mit Continental, Dingsbums Cup. Wie heißt denn der? Capital One Cup. Und eben jetzt hier die Premier League gewonnen. Aber es geht noch besser natürlich. Und hier haben wir Torhüter des Turniers. Caballero. Alles klar. Okay, Sturridge wird Top-Torjäger mit 18 Toren. Und das ist das Team der Woche. Da ist keiner von uns dabei. Nee, Spieler des Turniers war auch Sturridge, der Top-Torjäger. Oh, da ist er mit 2 Punkten von vorne und dies Unterschied zwischen Rettung und Abstieg aus dem Meister. Southampton abgestiegen. Die Fans von Southampton müssen sich mit dem Abstieg in die FL Championship abfinden. Nach dieser enttäuschenden Saison hoffen sie natürlich auf den direkten. Was? Southampton steigt ab? Moment mal. Die haben es echt nicht geschafft. Sie haben es echt nicht geschafft. Ach nee, das gibt's hier Relegation in der Premier League? Ich weiß es gar nicht. Das heißt wahrscheinlich auch direkter Abstieg hier. 34. Oh mein Gott, Southampton steigt ab. In real life sind die so gut und hier steigen sie ab. Alter, ist das krass. Dann, Leute, dann gucken wir uns in der nächsten Saison den Kader von denen mal an. Vielleicht können wir da den ein oder anderen Spieler günstig erhaschen. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Eben, jetzt kommen auch sehr, sehr viele Spieler zurück. 16 Millionen Euro kriegen wir noch für Transfers. Pjanic ist auch eben. Barcelona gewinnt die Champions League. Okay, das wäre eben unser nächster Gegner gewesen. Jetzt gucken wir mal kurz, ob irgendwelche Verträge auslaufen. Ne, Ward, dem. Und Jones geht zu Queen's Park Rangers. Und ansonsten haben wir ja noch ein paar Verträge. Um die kümmern wir uns erst in der nächsten Saison. Und ich muss ganz dringend pinkeln. Deswegen hoffe ich, dass jetzt gleich der Monat hier rum ist und wir uns dann in der nächsten Folge sehen können. Aber nee, ich ziehe das jetzt noch durch. Meine Blase muss warten. Jo, jo, jo. Auslaufende Verträge, wir wissen's. Junge, wir wissen's. Argentinien gibt Mannschaft bekannt. Übernimmt Hero die Mannschaft von Polen? Nein. Werden wir nicht. Oh mein Gott, ich muss so dringend auf die Toilette. Okay, sie werden unsere Leistungen diskutieren, aber ich denke nicht, dass sie uns feuern. Wieso sollten sie? Wir waren erfolgreich, wir haben die Premier League gewonnen, wir waren international, zwar scheiße. Und im FA Cup sind wir auch sehr, sehr dumm rausgeflogen, aber immerhin war es nicht ganz so scheiße. Und wir kriegen hier ausgeliehene Spiel, ausgeliehene Trainerauszeichnung. Also Trainer der Saison sind wir gewonnen. Irgendwas können wir ja nicht falsch machen. Und mit diesem Klick beende ich diesen Part hier und wir sehen uns im nächsten Spieler des Jahres. Spieler des Jahres? Ach ja, Sturridge. Ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao.